für mich, der auch an der innerdeutschen Grenze aufgewachsen ist, der die Trennung und Teilung erlebt hat, ist es immer selbstverständlich gewesen, dass diese innerdeutsche Grenze irgendwann einmal fallen muss. Und wenn sie fällt, dann muss daraus etwas für die Zukunft unserer Region, unseres Landes und für die Zukunft in Europa werden. Man muss aus der Geschichte heraus diesen Todesstreifen dokumentieren, aber man muss ihn dokumentieren auch als Lebensstreifen. Und deshalb bin ich einer der Befürworter des Grünen Bandes und habe mich immer dafür eingesetzt. Biologische Vielfalt bedeutet für mich, dass kein Lebewesen allein überleben kann, sondern halt irgendwie mit der Umwelt verknüpft ist. Und so gesehen bildet biologische Vielfalt das Netz des Lebens. Stumme Zeitzeugen aus Beton und Draht erinnern heute noch an das geteilte Deutschland. Als schwer bewachter Grenzstreifen erstreckte sich der eiserne Vorhang in Deutschland von der Ostsee bis an die tschechische Grenze. 1.393 Kilometer lang zog sich die Zonengrenze durch Auwälder, Flusslandschaften und Moore, durch Streuobstwiesen und Buschlandschaften. Fast unberührt vom menschlichen Einfluss entstand so ein Streifen offener, grüner Landschaften quer durch Deutschland. Neue Lebensräume wurden geschaffen und zahlreiche Biotope konnten sich natürlich entwickeln. Seltene Orchideen blühten auf verlassenen Feuchtwiesen und kargen Trockenrasen. In den Uferbereichen von Grenzbächen und Flüssen nisteten ungestört Eisvögel und Wasseramsel. Insekten, Schmetterlinge und andere Wildtierarten nutzten den Grenzstreifen als Korridor auf ihrem Weg ins mittlere und nördliche Europa. Der ehemalige Grenzstreifen beherbergt insgesamt 109 verschiedene Biotope, in denen mehr als 1200 bedrohte Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Biologische Vielfalt und intakte Lebensräume sind für die Natur und für die Gesellschaft gleichermaßen wichtig. Ohne die biologische Vielfalt ist das Leben auf der Erde nicht möglich. Im Gegensatz zu dem Verlust von natürlichen Lebensräumen weltweit konnte sich in den Jahren der Teilung Deutschlands die Natur auf dem Grenzstreifen nahezu ungestört entfalten. Heute gehört dieser einzigartige Streifen quer durch Deutschland zum nationalen Naturerbe. Als sogenanntes grünes Band trägt er im Besonderen zum Fortbestand vieler geschützter Tier- und Pflanzenarten bei. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze drohen auch weiterhin Lebensräume für spezialisierte oder seltene Arten zu verschwinden. Durch natürliche Sukzession wie auch durch menschliches Zutun. Und an vielen Stellen zerschneiden bereits Äcker und Weideland den schmalen Streifen des Grünen Bandes. Knapp ein Drittel des Grünen Bandes ist heute noch in Privatbesitz. Auch wenn seit der Wende mehr als 15% des Grünen Bandes durch Landwirtschaft, Gewerbegebiete und Straßen unwiederbringlich zerstört worden sind,
gilt der verbliebene Streifen mit einer Fläche von 18.000 Hektar heute als eines der größten Biotopsysteme Mitteleuropas. Der Schutz des grünen Bandes ist in den meisten Landesteilen bereits weit fortgeschritten. Doch nicht selten gibt es vor Ort auch Widerstand gegen das grüne Band. So auch im Eichsfeld, einer stark landwirtschaftlich genutzten Region. Die Bauern haben ja vor einigen Wochen gegen das grüne Band demonstriert, weil das grüne Band ja durch ihre Felder geht, um das Naturschutzgebiet zu erhalten oder weiterzuentwickeln. Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn man in Ihr Eigentum eingreifen würde? Ich kann bei der Ausweisung des Schutzstatus grünes Band sehr gut alle Partner verstehen. Zu den Partnern gehören die Naturschützer, die die Grundüberlegung haben, das grüne Band zu schaffen. Dazu gehören aber auch die Eigentümer und die Nutzer, die Landwirte. Das Naturschutzgroßprojekt hier in unserem Bereich hat ursprünglich umfasst einen Flächenkorridor von 30.000 Hektar. Dieser Flächenkorridor war einfach zu groß gezogen. Und dagegen haben Eigentümer und Pächter demonstriert, ich glaube, weniger gegen die Grundidee des grünen Bandes. Während wir früher über 30.000 Hektar bei dem Naturschutz-Großprojekt gesprochen haben, reden wir heute nach einer intensiven Diskussion über eine Fläche von 10.000 Hektar. Also man hat gelernt, aufeinander zuzugehen, Argumente aufzunehmen. Und ich bin überzeugt, dass es auch den einvernehmlichen Weg für das grüne Band in der Zukunft gibt. Was hat das Eichsfeld von einem grünen Band? Ich sehe auf der einen Seite die historische Verpflichtung, diesen Todesstreifen, diesen Lebensstreifen in die Zukunft zu führen und verbinde damit natürlich auch ganz handfest touristisch-wirtschaftliche Überlegungen. Ich bin überzeugt, dass das grüne Band auch ein touristisch-wirtschaftlicher Faktor wird. Schon heute gibt es erhebliche Wanderungen entlang des grünen Bandes. Es gibt Fahrradtouren, es gibt Exkursionen von Interessierten. Das wird zunehmen und Duderstadt und das Eichsfeld als Teil eines Weltnaturerbes, eines Weltkulturerbes, das würde mir schon nicht nur gefallen, sondern wenn das erreicht ist, dann haben wir auch unsere historische und auch die Zukunftsverpflichtung erfüllt.